Lehnt euch zurück. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht dafür bekannt, aber ich kann euch sagen, in meinem Freundeskreis ist so ein kleiner Insider, dass der fette Junge wie ich sehr viele Körbe kassiert. Leute, ich sag euch ohne zu lügen. Also wirklich, das ist schon krass, wie viele Körbe ich von Frauen kassiert habe. Aber gut, weißt du, ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der hat irgendwie nie Körbe kassiert, weil er sich nie getraut hat, die Frauen mal anzusprechen, was zu machen. Also ich habe mich getraut und voll in die Fresse gekriegt. Was jetzt besser ist, naja. Auf jeden Fall, das ist einer der vielen Körbe-Stories. Also, okay, wie war die Story? Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich war echt jung noch im Vergleich. Ich glaube, ich weiß, wie alt ich ungefähr noch war. Ich kann es aber nicht genau sagen, sonst könnt ihr mein Alter erraten. Aber ich kann euch sagen, ich war schon noch sehr jung, ne? Also jetzt noch nicht super alt oder so. Ich war auch sehr, sehr jung. Und da gab es ein Mädchen. Und das Krasse ist, ich bin genau heute an so einem Spielplatz vorbeigegangen, habe sogar extra Aufnahmen für euch gemacht, die ich euch gleich zeigen werde. Und ich bin an einem Spielplatz vorbeigegangen, wo das Mädchen gewohnt hat. Und ich war regelmäßig auf dem Spielplatz mit ihr. Und ich habe probiert, mich an diesen Namen zu erinnern. Und ich schwöre, es war irgendwas mit D. Mir fällt es leider nicht ein, aber ich schätze, es war irgendwas mit Dilara oder so. Ich sage jetzt einfach mal Dilara, weil das jetzt so ein gängiger Name ist für ein Mädchen, das sehr leicht zu haben ist. Aber wisst ihr, was ich meine? Das war auf der Reeperbahn. Und habe an dieses Mädchen gedacht. Dachte mir so, Digga, letztens ein TikTok gesehen, dass Leute gesagt, ey, die wollen mehr Stories. Dann dachte ich mir, ey, das ist die Story. Also, wie ist die Story? Ich war sehr, sehr jung und ich und Dilara waren in einer Klasse zusammen. Kennt ihr das, wenn ihr jünger seid? Sind ja Mädchen noch so eklig und so, ne? Aber in echt, boah, ich hab so Bock auf Dilara gehabt. Vor allem, wir waren alle sehr jung, aber dieses Mädchen war super ausgestattet. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die hatte. Ich hoffe, ihr im Chat versteht hier, was ich meine. Die war wirklich schon zu weit. Die war zu weit für ihr Alter. Aber gut, Evanio dachte sich, Also, ich fand die irgendwie sehr, sehr super attraktiv. Dachte mir so, wow. Vor allem, als man jünger ist, denkt man sich, dann sieht man ein Mädchen mit etwas größeren Titten, denkt sich, wow. Und die war in meiner Altersgruppe. Die war jetzt nicht wie älter. Oder irgendwie eine schöne Frau auf der Straße, sondern die war genauso alt wie ich. Und das Krasse war, ich habe dann probiert, durch neue Sitzordnung und hier und da, mir irgendwie den Weg zu ihr zu erschleichen. Hab dann, das anhört, oh Gott, das hört sich ganz falsch an. Aber ich wisst ja, was ich meine. Ich habe halt probiert, neben ihr zu sitzen. Hab's dann auch geschafft, war so irgendwie neben ihr. Und dann haben wir in der Klasse zusammen nebeneinander gesessen. Und dann habe ich natürlich immer probiert, irgendwelche Witze zu bringen und irgendwas. Aber jetzt auch so im Nachhinein betrachtet, war das so richtig krampfig. Weißt du, es war irgendwie so eine random Situation. Dann immer so irgendwie so ein Witz, so, ja, und dann war immer so, sie hat immer so gemacht, ich kenne doch dieses Fake-Lachen, so, ja. Aber ich dachte wirklich, dieses Fake-Lachen ist echt. Ich habe mir da sehr, sehr krass was eingeredet. Aber dieses Lachen war natürlich nicht echt. Aber vielleicht kennt ihr das, ne? Wenn man so einen Crush auf jemanden hat und man möchte irgendwie probiert, ihn einfach irgendwie zum Lachen zu bringen, aber es klappt nicht. Ich war einfach dieser richtige Weirdo. Aber die Story geht natürlich viel, viel weiter. Oh, die nimmt so eine eklig komische Wendung noch. Auf jeden Fall, wir haben in der Klasse zusammengesessen. Ich habe probiert, mal Scherzchen zu machen. Es hat nie richtig geklappt. Ich war wirklich ein Dränger, ein Belästiger. Okay, kein Belästiger. So war ich jetzt nicht. Aber ich habe schon darauf gedrängt, irgendwie mit diesem Mädchen mehr zu machen. Auch nach. Oh Gott, das ist wieder so falsch. Aber ich meine, in dem Sinne, damals ging es gar nicht um Sex und so einen Scheiß, Mann. Das war alles nicht möglich. Ich hatte einen richtig kleinen Schwanz. Also noch kleiner als heute. Da wäre eh nichts drin gewesen, Alter. In dieser Richtung, hey, ich fand das Mädchen so hübsch und war so leicht verliebt und hier und da. Und ich habe nach der Schule dann immer gesagt, hey, lass doch hier treffen und hier und da. Und hat sie mir irgendwann gesagt, ja, ich wohne da und da und da ist so ein Spielplatz, da können wir gerne mal spielen gehen. Also, wieso jung war es auch nicht? Also, die waren, glaube ich, schon. Warte, welche Schule gibt es? Kindergarten, danach kommt Grundschule und das darauf. Das war, glaube ich, eine Gesamtschule. Und dann haben wir gesagt, hey, wir können auf den Spielplatz spazieren gehen. Und deswegen zeige ich euch kurz den Spielplatz, weil ich bin heute an dem vorbeigegangen. Und der steht immer noch 1:1 genauso da. Hier war der Spielplatz. Steht in, sitzt eine komische Frau, aber genau das war der scheiß Spielplatz hier. Mitten in St. Pauli. Also es ist mitten auf der Reeperbahn gewesen einfach. Oh, hier könnt ihr es mal genau sehen. Genau in diesem Haus habe ich mit ihr ein Kind gezeugt. Das ist eine Lüge. Ich habe kein Kind mit ihr gezeugt, leider. Allerdings ist das Kind leider sehr hässlich geworden. Ah, genau, hier, genau. Da ist auch so ein Berg, da ist so ein Klettergerüst. Oh Gott, die Lara, so hieß sie, glaube ich. Hätte ich nicht gern gebumst. Das ist ein bisschen übertrieben gewesen. Er hat ein bisschen übertrieben, der Junge, mit gebumst. Aber es war im Nachhinein echt so ein richtiger Drogipark, merke ich so. Ne? Das war einfach schon so ein Drogipark so ein bisschen. Also im Nachhinein gesehen, da war echt teilweise echt so Dealer und so. Auf jeden Fall scheiß drauf. Ich wollte den Spieler kurz zeigen, weil der immer noch da steht. Wir haben uns irgendwie gefühlt jeden Tag getroffen und hier und da. Und es war nett, aber es ist natürlich nichts passiert. Man hat immer nur so ein bisschen Rutsche gemacht. Und ey, nachher, wie es das eigentlich anhört, Digga. Ich habe ein Mädchen getroffen, um Rutsche zu spielen. Das kann man heute gar keiner erzählen. So. Stell dir vor, du triffst dich heutzutage mit einem Mädchen und sagst, ey, lass mal rutschen gehen. Auf Spaß kann man natürlich gerne machen, aber damals war es ja ernst gemeint, so wie so ein Date-Gefühl, dass man rutschen geht. Das war sehr, sehr komisch. Aber auf dem Spielplatz habe ich halt super viel Zeit mit ihr verbracht. Aber irgendwann hat sie eine Freundin angeschleppt. Also es lief gar nichts. Sie war im Nachhinein betrachtet eigentlich sehr ablehnend sogar, aber irgendwie habe ich trotzdem daran gehangen und hat sich gefühlt jeden Tag nach der Schule bei diesem scheiß Spielplatz getroffen. Aber es wurde nichts raus. Man, die hatte keinen Bock. Aber dann hat sie plötzlich ihre beste Freundin mitgebracht. Ich schwöre, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Irgendwie so PH. Peline, Piscine, Pisse, irgendwie so in die Richtung war das. Freund angeschleppt und ich habe meinen besten Freund angeschleppt, Raffi. Und auch jetzt mal no homo so mäßig, aber Raphael sah damals für Kinderverhältnisse einfach gut aus. Und ihre Freundin war jetzt nicht die hübscheste, aber auch nicht die Mülltonne. Und dann ist es wirklich passiert, wir haben gespielt und ich habe gemerkt, ey, sie lacht nicht wirklich über meine Witze, aber wenn Raffi irgendwas Lustiges gesagt hat, dann war sie voll da. So, wenn Raffi was gesagt hat, war es so. Dann kam ich, gespielt von Apo Red. Ja. Dieser Meme passt mir zu gut gerade. Genau so war das leider. Aber es wird noch schlimmer, Digga. Weil ihr merkt, das Mädchen hat so keinen Bock auf mich und hat eher Lust auf Raffi. Aber Raffi hat gar keinen Bock auf sie, aber er ist am Mitkommen als Kollege so mäßig. Aber sie wollte eher Raffi. Und das Lustige war, die beste Freundin von ihr war aber gar nicht so abgeneigt dann von mir. Aber was habe ich gemacht? Ich habe gemerkt, okay, shit, Digi, ich habe keine Chance bei ihr. So, es klappt einfach nicht. Und dann ist was richtig weirdes passiert. Also, das kann man eigentlich nicht erzählen. Man müsste vorstellen, meine Mutter war immer so ein bisschen so, nicht zu lange draußen bleiben, ein bisschen strenger, hat mir ab und zu mal natürlich so ein Geld zugesteckt. Mein Vater war super geizig. Mein Vater hat mir immer alles erlaubt.
aber halt super geizig. Meine Mutter war immer so, nicht so lange rausgehen und hat mir ab und zu so Geld zugesteckt. Dann ist meine Mutter in die Ukraine geflogen, leider aus einem sehr traurigen Grund, weil damals zu dem Zeitpunkt ihre Mutter gestorben ist, also meine Oma, und sie ist da hingefahren für die Beerdigung und so weiter und so fort. Aber jetzt wird es leider wieder lustig, auch wenn es gerade traurig war. Meine Mutter hat mir, erstmal müsste ich mal diesen Geiz reinziehen, ne? Meine Mutter war einen Monat weg und hat mir Taschengeld gegeben. Und zwar 4 Euro. Digga, meine Mutter hat mir 4 fucking Euro Taschengeld gegeben. Das war schon wild, ne? Für einen Monat überleben. Ich weiß nicht, ob sie mich drauf vorbereitet hat auf so eine Survival-Serie, wo ich überleben muss, ne? Auf 4 Euro war schon wirklich wild. Was mache ich mit diesen 4 Euro? Die sind sehr wichtig. Ich habe gemerkt, die Lara hat kein Interesse. Was mache ich? Ich habe wirklich die Lara einen Brief geschrieben. Irgend so ein Liebesbrief. So, hey, ich stehe voll auf dich. Ich habe ja nie richtig Liebe gestanden, aber ich dachte, ey, ist jetzt alles auf eine Karte und dann, aber, da klappt's, weißt du? Aber was habe ich gemacht? Ich habe den Brief geschrieben und ich habe in diesen Brief 2 Euro gelegt. Digga, ich lass das erstmal sacken, Digga. Ich habe probiert, dieses Mädchen mit Geld zu bestechen, Digga. Ich weiß nicht, was da los war. Ich hab einfach 2 Euro reingelegt. Ja, Digga, what the fuck? Ich hab da wirklich in diesen Brief 2 Euro reingelegt und diesen Liebesbrief, Digga. Also, es ging voll in die Hose. Also, ich habe den Brief gegeben mit dem Geld. Hab's gegeben, bin dann so weggelaufen, so mäßig. Ich bin nicht drauf eingegangen. Irgendwann kam dann Raffi zu mir, weil der hat dann anscheinend angefangen, sogar privat, ohne mich zu diesem Spielplatz zu gehen und hat mit dir gechillt. Dann Kinder, ich glaube nicht, dass sie viel gemacht haben, aber irgendwas war da auf jeden Fall. Hat mir dann erzählt, ja, ey, sie hat dein Geld bekommen und dein Brief und fand's sehr komisch. Hat sich von deinem Brief irgendwie eine Capri oder so einen Scheiß gekauft. Aber, ihr kennt mich, Leute, es gibt noch eine Wendung. Ihre Freundin, mit der, auf die habe ich mich dann geschmissen und war dann mit der im Kino und wir haben rumgemacht, das weiß ich noch. Wir haben so ein Spiel gespielt, Augen zu und du kannst küssen, wo du willst. Und dann irgendwann, wisst ihr, man küsst auf den Kopf, dann küsst man auf die Wange oder küsst man auf den Mund irgendwann so, ne? Wir waren zwar jung, aber beste Freunde wurde geklärt, ne? Sagen, ne? Aber sonst war es voll traurig, Digga. Einfach Geld bestochen und es hat leider nicht geklappt, Digga. Das war kein Scherz, war wirklich. Wenn man das heutzutage so erzählt, dann sagen die Jugendlichen cringe dazu. Aber das war wirklich super cringy, Digga. Ich hab einfach, stell dir vor, du kriegst einen Brief von deinem Crush, nicht Crush, also sie hat ja keinen Crush auf mich, sondern nicht auf sie, aber von einem Typen oder von einem Mädchen, was von dir will und da ist einfach 2 Euro drin, Digga. What the fuck? Ich habe wirklich mein hart erarbeitetes Taschengeld von 4 Euro für einen Monat habe ich mit ihr geteilt und sie hat davon eine Capri-Sonne gekauft. Die Lara, falls du das siehst. Nächstes Mal machst du bitte die Beine. Naja, wirklich, Alter, ich weiß nicht, Digga, es tut mir wirklich. Wenn ich dieses Mädchen sehe, Digga, ich hab sie nie wieder gesehen. Doch, in der Schule noch, aber als dann der Wechsel war von den Klassen, dann war sie in einer anderen Klasse, dann war das alles so, war so gefährlich, aber es war trotzdem einfach random. Und als ich heute an diesem Spielplatz hier nochmal die Aufnahmen, ist das ja auch schon sehr lange her, dann war ich genau bei diesem Spielplatz, Digga. Jeden Tag mit der auf der Rutsche, leider nicht hinter ihr. Und dann war es einfach, Digga, ich hab's gesehen und hab einfach gelacht und dachte mir so, ey, Digga, die Story habe ich noch, die muss ich nochmal raushauen. Was einfach so dermaßen bescheuert ist, ne? Aber gut, ne? Wie hast du einen Monat lang mit 2 Euro überlebt? Das Ding ist, meine Eltern waren ja immer super, super geizig, so, ne? Aber mein Vater, also meine Schwester, ich hatte ja 4 Geschwister und mein Vater, wir haben ja alles in einem Haus gewohnt und die haben mir immer Essen gemacht. Ohne Scheiß, heutzutage brauchst du ja, glaube ich, mehr Geld als damals. Also kommt mir auf jeden Fall so vor, dass man heute als in Anführungszeichen Jugendlicher oder damals, wie alt ich war, schon mehr Geld braucht. Aber damals war es echt so, Essen bin ich ja nie draußen gegangen. Schule, dann zu Hause essen und draußen war immer nur Fußball und Spielplatz, so umsonst. Das war ja alles umsonst. Ich brauchte ja kein Geld. Wo soll ich denn hin? So, weißt du, die 2 Euro haben ja gereicht. Du brauchst ja kein Geld für irgendwas.